Ein verregneter Tag in New York City. Und es ist in den letzten paar Parts wirklich was Schlimmes passiert. Also die Stimmung passt, Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Ja, die letzten Parts waren ja wohl sehr traurig. Und hier ist Säbelzentrale. Wie ist die Lage south of Houston? Zentrale, wir haben ja. Nachstellung wird von Dämonen angegriffen. Ja, das mache ich jetzt nicht. Wir wollen nach Feast, wir wollen Mr. Lees Büro untersuchen. Auf der Hoffnung, da irgendwas zu finden. Weil Yuri kann nicht einfach so auf Teufel komm raus anhand von irgendwelchen Infos handeln. Das geht nicht, da braucht man schon ein bisschen Beweise für. Ja, unser guter Kumpel Jeff, der ist beerdigt worden. Sein Sohn Miles ist natürlich jetzt abgrundtief traurig, Peter weiß Bescheid. Der hat ja Onkel Ben verloren und kann den Verlust sehr stark nachvollziehen. Ja, dann haben wir jetzt eine neue Organisation getroffen mit so einer komischen Badass-Frau, die es tatsächlich drauf hat. Da unten sind sie schon. Können wir mal schnell reingucken. So. Zentrale. Nee, ganz runter will ich nicht. Zentrale, Dämonen greifen Kontrollpunkt Zulu an. Da, die haben überall Kontrollpunkte aufgebaut. Straßensperren für den Osborn. Ja, das sind so eine Sondereinheiten. Ich weiß gar nicht, wie die gerade heißen. War auch schon ein bisschen länger her, dass ich wieder Spider-Man aufgenommen habe. Puh. Fast quarantänemäßig hier unterwegs. Was ist das? Küche? Warte mal. Hä? Guck mal, das sind zwei verschiedene Räume. Das muss ich jetzt mal checken. Ich habe ja schon den Verdacht gehabt, dass das einfach reingeklebt ist. So, was haben wir hier? Auch wieder diese Küche. Und zack, hier ist was ganz anderes, geil. Ja, das ist mir mal aufgefallen. Beim durch die Stadt schwingen. Brandheißen Nachrichten. Laut meinen Quellen sind die Dämonen nun die Hauptverdächtigen für die Bombe im Rathaus. Sollte dies tatsächlich so sein, revidiere ich meine Aussage, dass Spider-Man nicht schuld ist. Dann würde er zumindest eine Mitschuld tragen. Durch die waghalsige Art und Weise, in der Wilson Fisk zur Strecke gebracht wurde, entstand das Loch, in das die Dämonen jetzt strömen wie Gift. Taten haben Konsequenzen, meine Freunde. Und das hat Spider-Man nie verstanden. Bitte? Natürlich habe ich das verstanden. Das habe ich Jonah einmal aussprechen lassen und dachte, er sagt was Nettes. Pff, Pustekuchen. Wurden mehrere verdächtige Fahrzeuge gemeldet, nehmen Verfolgung auf. Einheit nach Dutchtown. Nee, machen wir nicht. Wir müssen Beweise für Mr. Lee finden, dass er irgendwie was mit den Dämonen zu tun hat. Und ob Tante May damit, weiß ich nicht. Nicht, dass das irgendwie, nicht, dass sie in Gefahr gerät dadurch. Peter! Also wenn du das hier jetzt leitest, während Mr. Lee weg ist, wer macht dann deinen Job? Ha, ich! Aber etwas Hilfe könnte ich brauchen. Weißt du jemanden? Zufälligerweise ja. Sein Name ist Miles Morales. Hm, kommt mir bekannt vor. Sein Vater hatte die Ehrung im Rathaus. Oh. Ich traf ihn bei der Beerdigung. Er ist ein guter Junge. Er macht nur gerade viel durch. Ich kannte auch mal so einen Jungen. Ja, ich erinnere mich. Dem half Ablenkung. Ihm vielleicht auch. Hier, die Nummer seiner Mom. Danke. Ich rufe sie an. Du hast nichts von Mr. Lee gehört, oder? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch irgendwas, womit ich dir helfen kann. Oh, das musst du nicht. Ich weiß. Ich möchte aber. Ich sollte mir Lees Büro ansehen. Tante May, ne, die ist so zum Wegknuddeln. Das ist echt. Die ist so super lieb.
Und sie weiß gar nicht, wer ihr Arbeitgeber wirklich ist. Ich hoffe mal, sie wird hier nicht mit reingezogen in das Ganze. Auch die ganzen Leute nicht. Ich meine, Mr. Lee hat ja am Anfang, man weiß es, man wusste es ja eigentlich von Anfang an, wer Mr. Negative ist. Aber hätte ja auch sein können, dass irgendwas passiert ist, dass er zu Mr. Negative wird. Das, so habe ich mir das vorgestellt. Das kann ja nicht angehen. Er hat ja, ne, das ist hier sein Lebenswerk und auf einmal ist er dann so, naja, so seine wirklichen Beweggründe wissen wir ja gar nicht. Ja, okay, sprechen wir mal ein bisschen mit Tante May. Soll ich dir was helfen? Ich weiß doch, dass es mir am meisten hilft, wenn du dich aus meiner Küche fernhältst. Okay, okay. Bin ja schon weg. Denn nicht. Pete, so was hab ich auch schon mal. Schön, dass es dir gut geht. Ja, ich halte durch. Zu hören gekriegt. Da war ich auch nett und hab May, während eines... Du warst beim Bombenanschlag. Ich hab für dich gebetet. Danke, nett von dir. Während eines Geburtstags habe ich versucht, in die Küche zu schmeißen und dann, ja, das war falsch. Zum einen Teil. Zum anderen war es okay und zum anderen Teil war falsch. Lange Geschichte. So, jetzt erstmal zu Mr. Lee. Sein Büro ist abgeschlossen. Wie komme ich da rein? Unauffällig. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Unauffällig, ja. Keiner da? Vielleicht gibt es einen Lüftungsschacht. Ja, den habe ich schon gesehen. Ich war noch nie in dem Zimmer. Wow, was zum... Hochspannungsleitungen. Was braucht so viel Strom? Was ist das denn hier für ein Zimmer? Ich kann da überhaupt nichts erkennen. Na gut. Gehen wir mal weiter und schauen. Ich verstehe, aber die Kontonummer ist in Mr. Lees Büro. Da komme ich nicht dran. Ich rufe Sie zurück, sobald ich die Informationen habe. Nein, ich weiß nicht, wann das sein wird. Was würde Ben tun? Ja. Zu Lees Büro geht's in die andere Richtung. Ja, lass uns doch erstmal, wenn wir schon mal hier sind, umschauen. Ist schon merkwürdig, ihn ohne Anzug hier rumkrabbeln zu sehen, ne? Ist so. Falsches Bild. Aber vielleicht gibt's hier Goodies oder irgendwas. Ne, nichts. Gut, ab in Mr. Lees Büro. Vielleicht finden wir was heraus. Vor allen Dingen wäre mal gut, wenn jetzt die Jalousie zumacht. Weil man kann da ja durchgucken. So. Der Raum, den ich von der Lüftungsanlage aus gesehen habe, er müsste auf der anderen Seite des Schreins sein. Lees Eltern. Und im Rahmen ist ein Schlüsselloch. Lee soll von seinen Eltern ausgesetzt worden sein. Warum Leuten gedenken, die einen weggeworfen haben? Vielleicht stimmt das ja nicht. Aha. Die Geistergeschichte, die Lees Vater ihm vorgelesen hat. Über einen Dämonen, der nur durch Gleichgewicht beherrscht werden kann. Hat er sich das so ein bisschen aus den Fingern gesaugt? Oder beziehungsweise, hat er die Idee daher? Guck mal, da ist so ein Bild, aber wer ist der andere? Lies Tagebuch. Der passt sicher in das Schloss des Porträts. Ja, wäre mein... Ach, wäre mein Englisch gut, könnte ich das lesen. Da. Lee scheint hin und her gerissen. Als ob das nicht der richtige Weg für ihn wäre. Vielleicht wird er ja gar nicht von sich selber kontrolliert. Vielleicht, wie gesagt, es ist ja ein Dämon, der nur durch Gleichgewicht... Vielleicht ist ja Mr. Lee nicht nur eine Person, sondern zwei.
Lee hat so viel für New York getan. Ich kann nicht glauben, dass er so viel Finsternis in sich hat. Ja, es ist schwer zu glauben, ne? Weil so auch mit der Torte und das war... Ja, der kam ja echt nicht rüber. Oh. Im Foto fehlt das Bild am Schrein. Stimmt. Sieht so ein bisschen aus wie April O'Neil, ne? Oh, jetzt krieg ich gleich wieder Ärger. Schon wieder DC-Kommentare hier. Nee, aber das passt irgendwie. Das Outfit erinnert mich irgendwie daran. Ja, und das meine ich. Tante May und Martin Lee sind ja ein Team hier und... Oh, ich habe da ein ganz schlechtes... Ganz schlechtes Bild im Kopf. Wie ihr stößt was zu. Die Notiz scheint für May zu sein. Lee hat sich wirklich um May gesorgt. Sie scheint außer Gefahr zu sein. Scheint, ja, das ist noch das Ding, ne? Das kann sich auch ändern. Wenn er wüsste, dass wir Spider-Man sind, sowieso. So, dann lass mal aufschlüsseln. Eine Art Rätselschloss. Naja, bewegen. Das scheint richtig. Ah, verstehe. Ja! Ying und Yang. Wow. Was zur Hölle ist das? Und dann noch ein größerer Lagerraum. Aber was für ein Lagerraum? Das ist doch nicht ein normaler Lagerraum, oder? Dann müsste man das hier eigentlich sehen. Lee ist besessen von Masken. Ist das was Psychologisches? Als ob er vorgeben musste, jemand anderer zu sein, um seine dunkelsten Gefühle herauszulassen. Lee überträgt den anderen seine Kräfte. Wie tränkt Lee sie mit seiner Macht? Bioelektrische Induktion? Verdichteter Phasensprung? Interessant. Ja, die anderen konnten sich ja auch irgendwie so... Ja, so negativ verwandeln, bevor sie die Bomben gezündet haben. Interessant. Ja, was ist das? Ist das... Das sieht mir ganz nach einem stinknormalen Lagerraum aus da unten. Also könnte man doch hier hochgucken. Er ist nicht so gut getarnt. Alles Infos über Norman Osborn. Seine gesamte Karriere. Lee muss von ihm besessen sein. Oscorp wurde vor mehreren Jahren wegen unzulässiger klinischer Versuche angeklagt. Wurde das vertuscht? Hab nie davon gehört. Das kann möglich sein. Ein so großer Konzern hat ja auch Macht und mit Macht kann man auch vieles vertuschen. Eigentlich mit Geld, aber das ist ja auch eine Art Macht. Gruselig. Ja, negativ davon gemacht. Vielleicht ist er gar nicht ausgesetzt worden. Vielleicht hat er seine Eltern sogar verloren. Ja, das ist ein Tonband, ich weiß. Wow, das ist der Ordner, den MJ im Auktionshaus gefunden hat. Vielleicht liefert uns das einen Hinweis auf seine Pläne. So, Tonband. Ich spüre, wie meine Kraft wächst. Sie nährt sich von meiner Wut. Vater würde sagen, ich hätte mein Gleichgewicht verloren, aber er hat es nie begriffen. Man kann ein Monster nur bekämpfen, indem man selbst eins wird. Okay. Ja, dann ist er jetzt ein Monster. Puh.
Ein Brennraum, verkabelt, um Beweise zu vernichten. Noch einer. Na, wo ist er denn? Da. Wenn die Polizei das gefunden hätte, oder May, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Ja, das wäre ganz schön in die Hose gegangen. Okay, durch das Bodengitter. Ja, gut. Also, ja, wie komme ich hier raus? Das ist jetzt ein stinknormaler Lagerraum. Hier könnten sich wahrscheinlich die Mitarbeiter umziehen, weil da sind hier so Schränke. Ne, das ist Elektrokram. Keine Umkleideschränke. Ja, wenn man denn da hochguckt, hä, was ist das für ein Raum und so, und dann stellt man sich da eine Leiter hin, dann kann man schon ein bisschen spähen. Obwohl der Raum verbarrikadiert ist. Mal gucken, wo wir rauskommen. Hallo, Peter. Oh. Mr. Lee. Ich dachte, Sie wären verreist. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Martin, du bist zurück. Ich nehme das. Dank dir. Und leider auch gleich wieder weg, fürchte ich. Ich brauchte nur was aus meinem Büro. Hast du das vom Rathaus schon gehört? Ja. Tragisch. Peter war dort. Er hatte wirklich Glück. Bei einer Osborne-Rede? Ich hielt dich nicht für einen Fan. Tja, Hauptsache, euch ist nichts passiert. Amen. Die Bombenleger sind noch da draußen. Wer weiß, was sie als nächstes planen. Ich glaube nicht, dass du oder May euch Sorgen machen müsst. Solange ihr euch von Orten fernhaltet, wo ihr nichts zu suchen habt. Tja, ich muss los. Wann kommst du zurück? Wenn meine Arbeit getan ist. Oh oh, ich würde sagen, Verdacht ist Level Nummer 1. Oder vielleicht schon 2. Aber hätte ich auch sagen können, hätte er was gesucht. Oder was weggebracht. Naja, aber... Halt, halt, halt! Was zum... Hat er das jetzt gemacht, um uns aufzuhalten? Captain Watanabe. Ich habe endlich den Beweis. Du musst schnell zum Feast Center in Chinatown. Was werde ich da finden? Eine nette Dame namens May Parker. Und in Lees Büro sind echt seltsame Sachen versteckt. Hör zu, er hat einen weiteren Angriff geplant. Wo? Wann? Da arbeite ich noch dran. Aber will etwas mit dem Namen Teufelsatem verwenden. Das klingt gefährlich. Was ist das? Eine von Oscorp hergestellte Substanz. Vielleicht eine Art Biowaffe. Ich habe einen Ordner voller Informationen darüber. Ich behalte ihn erstmal. Ich schicke so bald wie möglich Kopien. Okay, wir sehen uns sein Büro an. Wenn die Beweise ausreichen, gebe ich eine Fahndung raus. MJ, hey. Ich wollte mich mal melden. Peter, hey. Kann ich dich zurückrufen? Das interessiert dich sicher. Warte, warum flüsterst du? Ich bin nur gerade beschäftigt. Wie wäre es mit Abendessen? Bei mir? Oh, klar. Ich koche auch. Cool. Bis dann. Warte. Weißt du noch, wie du mir über Lees Verderben durch Berührung erzählt hast? Ich glaube, ich habe das gesehen. Wie? Ein paar nette Obdachlose haben mich angesprungen. Ihre Augen glühten. Und Yuri hat mir etwas Ähnliches über die Wache erzählt, die Schocker freigelassen hat. Schocker hat für Lee gearbeitet? Es hängt alles zusammen. Ich habe noch mehr Infos. Aber da reden wir beim Essen drüber. Ja, bis dann. Abendessen. Was soll ich kochen? Weiß ich nicht. Chinesisch ist ja gerade aktuelles Thema.
Da wollte ich gerade mich eigentlich so hinhocken und habe eine Netzbombe gemacht. Ah. Oh, hi Doktor. Wie geht's Ihnen? Parker, spannende Neuigkeiten. Kommen Sie ins Labor. Wie jetzt? Das ist meine Sternstunde. Das müssen Sie unbedingt sehen. Cool, ich bin zum Essen verabredet. Kann ich später kommen? Essen kann warten. Sie müssen das sehen, Peter. Okay. Komme sofort. Ob ich jetzt wieder einen Job habe? Ich kann wohl eine Minute vorbeischauen. Oh, Peter, jetzt wird's hektisch. Jetzt kannst du dich nicht mehr so aufteilen. Dämonen schießen auf Transportwagen Bravo, brauchen Verstärkung. Die Station ist einfach, aber wirklich wichtig. Sie misst Giftstoffe in der Luft, sehr viel genauer als alle Messgeräte der Stadt. Schlechte Luft wirkt sich auf Kinder und ältere Leute stärker aus. Das war für meine Mom ein großes Thema. Wenn die Informationen korrekt sind, ist viel zu viel Schwefeldioxid in der Luft. Ich habe die Spidey-Vermutung, dass darin ineffiziente Auspuffrohre schuld sind. Wenn ich frische Proben habe, kann ich Marke und Modell identifizieren und anzeigen. Das kennen wir ja schon. Okay, das habe ich. Das tut mir nicht gut. Einfach mal die Luft anhalten, würde ich sagen, oder? Gut. Brauch nur noch ein paar Proben. Puh, das stinkt. Ja, dann halt auch die Luft an, Mann. Ist das jetzt zu viel verlangt? So, voll in die Wolke. Nur noch ein paar. Gut, das wiederholt sich jetzt. Ich weiß halt nicht, ob ich dann hab's. Die Sachen rausschneiden soll. Weil es ist ja nachher immer irgendwie das Gleiche. Und wir haben noch ein paar Sachen übrig. Weiß ich nicht. Noch eine letzte. Stirb nicht, stirb nicht. Möchte ich irgendwie jetzt... Eigentlich möchte ich das nicht rausschneiden. Weil, ne, das gehört ja im Grunde genommen zum Spiel dazu. Genauso wie die Rucksäcke. Möchte ich eigentlich auch ungern rausschneiden. Warte mal. Wie aktiviert man... Ach, Fotokamera aktiviert man so und dann zielen. Ein spektakuläres Bild von oben wäre geil. Warte mal. Ich habe ja den Move. Pete hinhocken. Spidey. Macht er nicht. Okay, macht er doch. Kamera aktivieren. Sprung. Nee, ich renn da hoch. Confucius Plaza. Seine Weisheit könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Das war's. Okay. Anscheinend haben wir drei Schuldige. Ich brauche Beweisfotos von ihnen. Ich mache Fotos. Wie früher beim Bugle. Das Leben war viel einfacher damals. Oh, oh. Wo ist denn das Ziel, was ich fotografieren soll? Hier unten der Laden? Ich hab ihn. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Schöne Schuhe. Bist du verletzt? Ein Traum wird wahr. Das ist unglaublich. Heidi, wie willst du die Dämonen besiegen? Wie kann ich helfen? Okay, ich kann leider gerade keine Fotos machen. Du bist... Nur von den Objekten, die ich jetzt fotografieren soll, und zwar die Autos mit den defekten Abgasanlagen. Eins weniger. Machen wir die Fotos so cool aus der Luft. Ich bin der Meinung, Spider-Man hat das damals auch so in den Filmen gemacht. Von sich so ein paar Action. Bilder mit dem Kampf und all möglichen oder Schwungphasen. So. Das behalte ich. Mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren, wenn die solche Fotos sehen.
Und der Hattrick. Alles abgeschickt. Das löst eine Rückrufaktion aus. Mit freundlicher Genehmigung der umweltfreundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. So, jetzt zum Doc. Wo ist denn der Doc? Warte mal. Checken schnell mal die Karte. Das müsste eigentlich hier. Da, ne? Octavius. Dann können wir auch gleich hier das mitnehmen. Ja, wir können auch schnell Reise machen, aber wir sind schnell genug. Aber wir wollen ja noch ein paar Nebensachen machen. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt rausschneiden soll oder nicht. Weil das mit den Wolken, das habt ihr schon gesehen. Ist halt schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie oft die sich noch wiederholen und dann entscheide ich selbst. Weil die Verbrechen wiederholen sich auch im Grunde genommen. Sable International sind zwar nicht meine Buddies, aber die Dämonen sind schlimmer. Okay, die Leute in den Dachgeschosswohnungen sind jetzt richtig sauer auf euch. Puh. So, pack mal das große Ding weg. So. Wie heißen die? Ach, International Silver Stable oder irgendwie sowas. Was, wo ist denn noch hier einer? Da. Oh, shit. Der ist down. Klar, ich habe euren Job für euch gemacht, aber passt schon. Action ist mir Lohn genug. Okay. Ja, Osborns geheime Söldnerarmee jetzt hier. Ja, für Recht und Ordnung. Guckt euch das mal an. Da unten, ey. Ich weiß halt nicht, ob ich Osborn jetzt mögen soll oder nicht. Wo? Lage bereinigt. Wir behalten dich im Auge, Spider-Man. Hä? Wie ist sie bereinigt? Hier ist doch Ärger. Da oben. Da sind sie doch. So ein Raketenwerfer weckt einen auf! Ja, das stimmt schon. Wie ist das mit der Netzblüte? Ja. Das knallt doch gleich ordentlich rein, Freunde, oder? So. Wenn man mir mit 12 gesagt hätte, dass irgendwann mal Maskierte mit Raketen auf mich schießen werden, hätte mir wohl sogar gefallen. Ja, bestimmt. Eine Taube von Howard. Oh, okay, weg ist das sie! Das auch noch. Nee, so schnell entkommt mir das kleine Tierchen nicht. Oh, verdammt. So, jetzt. Hab dich. Sehr geil. Forschungsmarken. Ja, ich muss mal bei den Verbrechen gucken. Spider-Man. Es füllt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Das werden wir tun. Warum steht denn da eigentlich immer noch werfen? Ich will doch nichts werfen. Ich will mal jetzt was gucken. Wir haben jetzt 6 Verbrechermarken. Ich weiß halt nicht, wenn ich die Verbrecher-Sachen mache und nicht die Vorgaben erledige, ob ich da überhaupt Marken für kriege. Muss ich darauf achten. Ja, und der Part ist auch leider schon zu Ende, Freunde. Alle Einheiten, Spidey für heute. Maskierte Terroristen, die wohl eine Bombe haben. Brauchen sofort Einheiten in Chelsea. Over. Ja, da müssen sich leider die anderen drum kümmern. Die Silberköppe da. Die können sich auch mal um was kümmern.
kann nicht alles hier bereinigen, obwohl ich Spider-Man bin und das eigentlich müsste. Mach ich im nächsten Part. Ist versprochen. Wenn ihr wieder einschaltet. Ihr entscheidet, ob New York gerettet wird oder nicht. Mit Daumen nach oben und Kommentaren. Nein, Spaß. So viel jetzt gar nicht anfangen. Schreibt Kommentare und macht Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Es hilft mir rein generell. So. Ich sage es nicht so gerne, aber ab und zu mache ich es dann doch nochmal. 1034, Officer viele vergessen das tatsächlich. Brauchen Verstärkung im Meatpacking District. Over. Jetzt bin ich aber weg. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.